Jetzt ist er bei mir, der große Weihnachtsmarkt-Gastrokenner Andreas Krummes. Drei Märkte heute besucht, nämlich Luzern, Winterthur und Zürich. Welches ist dein persönliches Fazit? Also das persönliche Fazit ist, dass es an allen drei Märkten verdammt kalt ist. Aber das muss es ja auch sein, es ist ja schließlich Dezember. Wenn ich die drei Märkte vergleiche, ist eigentlich ein bisschen wie bei uns bei den Best of Swiss Gastrobetrieben. Sie sind sehr lokal verankert. In Luzern ist es ein sehr touristischer Weihnachtsmarkt, wo auch viele Touristen von außen hinkommen. Winterthur ist sehr persönlich, mit sehr viel Liebe. Man merkt das Engagement der Veranstalter in dem Detail. Und wenn ich hier Zürich angucke, ja, internationale Stadt, urban, und so ist auch der Weihnachtsmarkt. Und von daher sind sie eigentlich nicht vergleichbar, sondern man muss sie dort, wo sie sind, eigentlich bewerten. Und da ist, glaube ich, jeder für sich recht gut. Der Ursprung von den Weihnachtsmärkten ist eigentlich auch noch eine interessante Geschichte. Ja, das ist so meine Beurteilung. Ich würde sagen, ist eigentlich die ersten, sind eigentlich die ersten Streetfood-Märkte. Food auf einem offenen Platz in verschiedenen Variationen angeboten. Leute treffen sich, reden miteinander und genießen die Vielfalt. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Welches wäre für dich so ein bisschen das Gastro-Highlight schlechthin? Also das Gastro-Highlight für mich ist eigentlich, dass wir auch im 12. Jahr 2015 so viele Betriebe bewegen konnten, die etwas bewegen wollen. Darum sind sie unternehmerisch erfolgreich, beim Best of Swiss Gastro teilzunehmen und erfolgreich dieses Jahr mit den Betrieben gemeinsam beenden zu können. Wie zufrieden bist du mit der Award Night? Mit der Award Night war wieder ein Highlight. Wir sind in eine andere Location gegangen, in der wir noch nie waren. In einem großen Weihnachtszelt in der offenen Rennbahn. Eine sehr imposante, hervorragende Location. Mit dieser letzten Sendung endet ein bewegtes Jahr. Welches ist der Ausblick für 2016? Ganz sicher auch bewegt. Wir werden viele neue Sachen machen. Wir werden nicht stehen bleiben, wie die gesamte Gastronomiebranche auch. Wir haben viele Sachen schon in Päckchen verpackt. Die liegen unter dem Weihnachtsbaum, werden natürlich erst später ausgepackt. Und dann werden wir schauen, was da drin ist. Es bleibt sich auf jeden Fall bewegend und spannend. An dieser Stelle möchte ich mich von Ihnen verabschieden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich möchte mich bedanken für das grandiose Jahr. Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten. Andreas, wo möchtest du dich bedanken? Ja, ich möchte mich bedanken bei all unseren treuen Gastronomiebetrieben, Partnern, unseren Zuschauern. Und ich denke, Stefan, wünschen wir allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Herzlichen Dank auch an dich. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ich freue mich auf Sie, auf ein bewegendes 2016.